So, dann schiebe ich mal ganz schnell noch eine Aufnahme dazwischen. Mir ist gerade so frei. Da dachte ich mal, wieso eigentlich nicht? So, schnell alles umschalten, umschalten, umschalten. Habe ich, also muss ja deaktiviert sein. Ist das jetzt alles richtig? Nee, ne? Da fehlt noch was. Das hier fehlt. Capture. So. Und einmal Aufnahme. Genau. So. Ich habe mir heute was aufgeschrieben. Also aufgeschrieben hatte ich das ja schon längst. Allerdings denke ich mal heute daran, das alles ja, abzufertigen. What the fuck? Das war ein bisschen laut. So, die Musik blieb auf 30, genau. Klick. So. Was ich aber ändere, ist mal die Lautstärke des Spiels. Ich hoffe wieder das Falsche. Ich denke nie dran. Das wird nichts mehr. So. Und zwar zum einen das Texture Pack würde ich euch einmal zeigen. Ja, ich habe jetzt hier neu angeordnet. Also ich lasse jetzt immer die Stände von da, wo ich aufhöre, ändere ich hier hinzu, lade es dann hoch und erstelle davon eine Kopie, was ich dann immer Next nenne. Damit das hier ein bisschen so historisch, Historie, ja, sehbar ist. Hütchen an Spielen. Ich habe keine. Ach Quatsch, Musik ist ja. Ist sie aus? Ja, ist so. So, genau. Na super, ich habe mir jetzt nicht zu trinken hingestellt. Aha. So, Tonlautstärke. Die wollte ich dahin setzen. Auf dass es jetzt ein bisschen leiser ist. Vielleicht geht nämlich damit denn jetzt dieses Problem mit den Grasgeräuschen weg. Ich hoffe es doch sehr. Weil es lief nämlich so, wie gesagt, das ist ja eine Audiospur mit der Musik und den Geräuschen von dem Ding. Und das habe ich dann beim Zusammenmixen immer auf die Hälfte heruntergeschraubt. Mit dem Erfolg, dass diese Geräusche, die hier entstehen, nur halb so laut sind, wie sie aufgenommen werden. Also praktisch unnötig laut aufgenommen werden. Dadurch auch diese Übersteuerung beim Grasabbau entstehen. Und gleichzeitig letztens die Musik sehr leise geworden ist, die Hintergrundmusik, die war ja nun wirklich traumatisch leise. So, und jetzt läuft die Musik relativ gut mit, hoffe ich. Und die Geräusche sind aber so, dass sie nicht übersteuern. Ich hoffe, das Ganze klappt. So. Ja. Wo waren wir? Oh, also, wie ihr seht, das ist jetzt das neue Texture Pack von Vanessa I. E. Oyemine. Sieht eigentlich sexy aus. So, die Frage ist, was wollten wir machen? Wir wollten. Also, ich will auf jeden Fall erstmal ein Beet bauen. Hier so hin. Dann muss ich das hier alles mit Sand auffüllen. Und dann kommen hier so Beete hin, wo man denn Gebete machen kann. Nee. Wo man denn. Boah, halt Getreide anbauen kann. So, genau, wir wollten eigentlich eine Höhle erkundigen. Jetzt fällt mir wieder ein. Gut, egal. Ich mache trotzdem erstmal das Beet. Dazu brauchen wir Sand. Na, das wird nicht ganz reichen. Ich guck mal irgendwo, ob ich da ein bisschen Sand abbauen kann. Habe ich eine Schippe dabei? Habe ich nicht. So. Ein bisschen Stone. Wobei das ist das gute Stone. Das, was wir gebrannt haben. Ja, mit den neuen Texture Packs blicke ich selber auch nicht durch. Naja, vor allen Dingen die ganzen Standard-Texturen, die sehen hier so gut aus. Aber manche Texturen, die von bestimmten Mods kommen, die sehen hier dann wieder so blöd aus. Gut, muss man mit leben. Die Frage ist ja sowieso, ob dieses Texture Pack überhaupt so feiert. Denn wenn nicht, dann kommt bei der nächsten Aufnahme sowieso wieder raus. Weil ich spiele sowieso normalerweise ohne das.
Wir brauchen eine Stelle zum Sand abbauen. Wow, war gerade ein Framework. Alter, was ist denn hier los? Achso, da wahrscheinlich wohl da hinten ist eine neue Welt generiert. Oh, hier sieht's doch gut aus. Hier kann man gut und gerne mal ein bisschen Sand abbauen. So. So, wie weit eigentlich? Na, so, dass ich jetzt nur machen wir mal so. Können wir hier schon mal hier draus eine schöne Schräge bauen? Haben wir Sand und die sieht gleich mal wieder schön aus. Müssen wir nur aufpassen, dass denn hier nicht der Stein vorkommt. Sonst müssen wir den Stein. Alter, wieso schlagt der jetzt ab und zu so? Hallo Rechner? Hast du deine Tage? Hast du Ärger? Egal. Ich möchte mich jetzt hier nicht über das schwache Geschlecht lustig machen. Oh Mann, hast du was? Egal. Ja, doch, bauen wir hier auch ab. Umso mehr Sand haben wir. Aber hier kommt auch hier wirklich kein Stein zum Vorschein. Respekt. Nein, meine Schippe ist leer. Aber das war gerade ein Geräusch. Also wenn der Schippe durchbricht, klingt es ja ganz schön eklig. Klang gerade eher so wie als wenn Knochen brechen würde. Ja? Nicht sehr famos. Wobei ich ja sagen muss, ah, siehst du, da kommt nur der Stein zum Vorschein durch. Wobei ich schon sagen muss, der Texture Pack ist gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, es sieht hier auch gut aus. Deswegen habe ich sie auch installiert. Aber ich persönlich spiele halt lieber ohne Texture Pack. Also ich finde es halt schöner. So, jetzt müssen wir aber eigentlich genug Platz haben. Ich weiß noch nicht, wer diese Mikrowockler kommen. Guck mal kurz auf die CPU. Oh ne, sieht nicht alle gut aus. Achso. Da läuft natürlich noch im Hintergrund. Boah, wir können das eigentlich mal weg. Genau, können wir weg. Vielleicht lässt es ein bisschen fließen, wobei ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass das alles. Dass das so wegen diesem Explorer da stockert. Naja, werden wir gleich sehen, ob die Mikrohochler weg sind. Ich hätte wirklich was trinken sollen. Alter, ich habe jetzt schon eine trockene Stimme. Gut, schön. Egal. Weiter geht's. Wo waren wir? Hier sind wir. So. Hier lang ziehen wir jetzt einfach ein bisschen gedingst. Wie ihr vielleicht schon in dem Video mein Zimmer Version 0.1.3, was ja einfach ein geiler Name, gesehen habt. Achso, nee, habt ihr gar nicht gesehen. Eben. Also jetzt läuft ja derzeit auch mein Hauptrechner mit. Den habe ich jetzt, um an die Daten ranzukommen, die auf dem Rechner drauf sind. Läuft der Rechner jetzt sozusagen als Server mit. Also ohne grafische Oberfläche, sondern einfach nur, der Rechner ist an. Stellt eine SSH-Verbindung bereit, über die man dann per SFTP drauf zugreifen kann auf den Rechner. Geht unter Knoppix denkbar einfach. Ja, und damit komme ich jetzt an meine Daten ran. Problem ist natürlich, der Rechner ist ein bisschen lauter als mein Zweitrechner. Und deswegen kann es sein, dass man den jetzt hier auch verstärkt als Rauschen wahrnimmt. Wenn es also in der Aufnahme etwas mehr rauschen sollte, dann liegt es leider doch daran. Muss ich mal in die Aufnahme gucken. Zur Not muss ich dann bei der nächsten Aufnahme dann erstmal schon runterfahren, bevor ich die Aufnahme starte. So, daran habe ich jetzt gerade noch nicht gedacht. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil der Lüfter gerade ein bisschen aufgedreht ist. So. Ja, wir machen hier Hohlbau-Variante, also hier drunter lasse ich frei. Vielleicht baue ich dazu Sand ab, wenn wir Sand brauchen. Was wir wahrscheinlich tun. Ich wollte so schnell hier Sand verschwenden. Ich weiß auch noch gar nicht, wie groß ich das Feld mache. Weil das Feld sollte schon ein bisschen was hier werden, aber das fühlt sich doch ein bisschen sehr groß. Okay. Boah. Also wie gesagt, in der Aufnahme, achso, mein Ritual. Also, es ist 15.25 Uhr.
wurde mit jeder Welt, weil ich doch noch geschattet habe. Keine Ahnung, warum ich das so mal sage. Aber da ich das bisher in jeder Aufnahme gesagt habe, ups, also in jeder von den zwei, deswegen mache ich das einfach mal auf. So, einmal auf. Sind es schon drei, genau. Achso, dann kannst du jederzeit die 3 halten, also kann ich diese Bahn 6 breit machen. Muss ich mal gucken. Dann habe ich das hier. Habe ich hier auch wieder. Ja doch, das passt. Dann machen wir das so. Mache ich die Bahn 6 breit. Nee, wobei das dann auch wieder zu heftig aussieht. Ne, ich mache immer 3 breit. Das dürfte dann etwas besser aussehen. Dann sieht es ein bisschen geordneter aus. Aber ich weiß nicht. Bei einem echten Acker, da sieht es ja auch immer so aus wie eine Streifenarbeit. Und das kann man dann hier mit diesen Dreierbreiten sehr schön imitieren. Wenn das eine 6 breit wäre, guck mal, das würde dann nicht so gut aussehen wie hier mit Dreierstreifen. Und wir spannen ein bisschen Sand. Wobei auch nicht wirklich. Das Ganze fällt die Öffnung ein bisschen weiter aufs Meer raus. Apropos Sand, ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen nur über Sand abbauen. Ich sollte mal auf meine Luft achten, ey. Ich sticke ja hier fast. Hier backen wir auch noch alles weg. Der Baum kommt auch weg. Oder vorbei vielleicht lasst. Nee, der muss weg, weil der wäre dann genau bei einer Wasserbahn. Und das sieht einfach nur Oberaffen scheiße aus. Aber muss ich gucken. Erstmal lasse ich den stehen. Kann man den ja immer noch wegmachen, dass der wirklich blöd aussieht. So, wir brauchen Sand. Also grabe ich mal hier unter Sand ab. Mit der Schütter. Da. Das Fleisch. Ich bin echt gespannt, ob dieses Übersteuern vom Sand jetzt weg ist. Luft! So, Luft. Schon wieder. Wir brauchen dringend Eisen. Vielleicht hätten wir doch erst in der Höhle gehen sollen und dann das Zirkel bauen können sollen. Dann würde ich erstens schneller Sand abbauen und zweitens würde die Schippe nicht immer so schnell kaputt gehen. So, nehme ich hier noch die Uhr weg. Das Schöne ist ja, dass jeder Sand oder dass jeder Strand aus richtigem Sand besteht, also richtigen Dreck und nicht dieser Zuckersand. Obwohl normalerweise bestehen ja diese Strände immer auf Zuckersand. Zumindest in meinen bisherigen Welten, die ich gestaltet habe. Und das ist natürlich der Vorteil, dass wir hier eine sehr großzügige Dreckquelle haben. Weil, ich glaube, bei den Strand runter guckt sowieso keiner. Und wenn da dann auch überall ein bisschen Sand fehlt, ist das dann ohne so schlimm. Jetzt kann ich recht. Oh oh. So. Wir haben Sand. Ich brauche mal ein paar Äpfel. So. Und einmal weiter im Text. Also, wenn ihr gerade nichts seht, ich sehe fast nichts mehr. Ich glaube, wir gehen doch jetzt mal pennen. Was ist das hier eigentlich? Oh oh. Was hat das vom Bett gemacht? Achso, ist ein Zombie. So. Und das ist auch schon der Tag. Ein Zombie. Ach, diese schwarzen Magier. Vollkraft voraus. Ja, komm her. Bist du umsingelt? Guck mal her. Von diesem blöden Magier. Jetzt rennt er im Sand rum. So. Weiter Text. Da waren wir. Aber bei so Fall sollte ich das Pferd eigentlich nicht ziehen.
Ach was, wieso? Hauptstation. Ich baue hier diese beiden erstmal ab. So. Nee, mach zu.